Das Schmelzen des ewigen Eises und Menschen, die diese Katastrophe täglich vor Augen haben. Das alles dokumentiert Ragnar Axelsson mit seinen Fotografien. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Gletscher in Island in 150 bis 200 Jahren verschwunden sein werden. Mit seiner Ausstellung in München will Ragnar Axelsson aufklären. Das Ziel ist, das Leben in der Arktis zu zeigen, damit die Menschen stehen bleiben und sagen, oh, da leben Menschen. Die Erde heizt sich auf, es ist unser einziges Zuhause. Ich möchte die Menschen dazu anregen, darüber nachzudenken, also die, die noch nicht darüber nachgedacht haben. Diese Erde hat nämlich eine Chance. Wenn es etwas gibt, was wir tun können, um die Situation zu ändern, dann sollten wir darüber nachdenken. Seit 40 Jahren reist Ragnar Axelsson durch Island, die Arktis und Grönland. Seine Fotografien zeigen ungeschönte Einblicke in den Alltag der Menschen, die dort leben. Beim Fotografieren habe ich versucht, die Gesichtsausdrücke der Menschen einzufangen, aber so, als wäre ich nicht da. Ich inszeniere nichts. Wenn sie dich kennen und dir vertrauen, dann kannst du immer mehr machen. Für mich ist es so, als würde ich ihnen eine Stimme geben. Festgehalten hat Ragnar Axelsson seine Fotografien ausschließlich in Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß ist stärker. Alles ist in Farbe. Ich überlasse es der Vorstellungskraft jedes Einzelnen. Jeder schafft sich die Atmosphäre selbst. Die Ausstellung im Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung in der Maximiliansstraße ist Axelssons erste Retrospektive überhaupt. Ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt über die Einladung nach Deutschland. Die Beatles wurden nach Deutschland eingeladen, also ich bin wirklich sehr glücklich über alles, was hier gerade passiert. Es war ein langer Weg und wenn die Menschen die Fotos anschauen, will ich, dass sie die Ausstellung verlassen und sie das Gefühl haben, sie wären selbst dort gewesen. Die Versicherungskammer Kulturstiftung zeigt Where the World is Melting noch bis zum 18. April.